Selbst in Deutschland, selbst in der CDU gibt es Stimmen, die sich gegen Waffenlieferungen und für Diplomatie aussprechen. Unser Herr Kretschmer ist eine solche Stimme. Ich bin ihm dafür tatsächlich dankbar. Meine Damen und Herren, von Erich Maria Remarque stammt die Feststellung: Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Wie wahr diese Feststellung ist, sehen wir in den heutigen Tagen. Am lautesten nach Waffen und Kampf rufen die, die warm im Parlament und in den Amtsstuben sitzen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Männer und Söhne in den Krieg oder in den Schützengraben müssen. Noch verlogener sogar, die, die gestern den Kriegsdienst verweigert haben, die schicken heute Bomben und Granaten, damit andere Menschen sich gegenseitig töten. Oder mit Blick in die Ukraine. Auch in der Ukraine, die größten Schreihälse schicken ihre Kinder ins Ausland und lassen dafür die Söhne und Männer von anderen Menschen mit Rollkommandos einsammeln für die Front.